Hallo ihr Lieben, hier ist nochmal wieder eure Sandra zu einer neuen Folge. Jetzt mal zu dem Thema Hafer. Es ist ja irgendwie in aller Munde und überall kommt hoch Hafer hier, Hafer da und überhaupt Hafer. Also das Thema Haferflocken. Also habe ich mir gedacht, sage ich auch mal was dazu. Ich selber komme ja aus der Diabetologie und man muss erstmal sagen, dass es hier um einen Insulinanstieg geht oder beziehungsweise, dass der Hafer nur einen geringen Insulinanstieg macht aufgrund der Ballaststoffe. Und dass diese Wirkung des enthaltenen Beta-Glucan so gehypt wird. Also, wie ist es jetzt wirklich? Was kann man machen? Also, das erste Ziel wäre für eine gesunde langfristige Umstellung, nicht nur Hafertage an sich zu machen, sondern vielleicht zu überlegen, ob man den Hafer, zum Beispiel als Haferflockenzart oder auch als Vollkornhaferflocken, regelmäßig in den Alltag einbaut, weil es natürlich dann eine regelmäßige Wirkung hat. Es zeigt sich immer, und das wird ja auch immer von allen irgendwie propagiert, dass man diese Hafertage macht und mal 3, 4 Tage Haferflocken mit bisschen Obst und zum Teil Wasser und ein bisschen Gemüse verwenden kann und auch mit Kräutern. Also nicht ein bisschen Gemüse, sondern ihr könnt natürlich gerne Gemüse verwenden, damit es auch schmeckt, weil viele mögen das ja auch nicht so. Man muss das auch wirklich mögen und auch umsetzen können, ne? Also Hafertage ist, wenn man genau guckt, immer eine sehr, in Anführungsstrichen finde ich, sehr strenge Geschichte. Was kann man tun oder was ist jetzt der Vorteil? Also die Grundgedanken dahinter sind, dass es mal Studien gab, die sind ja auch schon alle ein bisschen älter, dass sozusagen der Blutzuckerverlauf sich verändert und dadurch eine Verbesserung der Insulinresistenz entsteht, was ja nachweislich diese Studie gemacht hat, wobei Studien auch immer keine Alltagsleben immer komplett aufzeigen, ne? Und Ernährungsstudien gibt es nicht so viele, so ein paar werden gerade gemacht. Von daher, ja, muss man das auch mal ein bisschen in der Realität sehen. Also, es verbessert die Insulinresistenz und somit sozusagen den Blutzuckeranstieg, weil Hafer oder auch überhaupt Vollkornprodukte eben immer einen langsameren Blutzuckeranstieg machen. Was kann man jetzt machen? Ihr könnt sozusagen 30, 40 oder auch gerne 70 Gramm Haferflocken täglich essen. Es gibt manchmal die Empfehlung, dass man zu allen 3 Mahlzeiten, wenn man die Hafertage macht, mindestens 70 bis 80 Gramm Haferflocken isst. Das ist eine ganze Menge. Ich würde es einfach über mehrere Mahlzeiten aufteilen. Zum Beispiel 25 Gramm morgens, 25 Gramm mittags, 25 Gramm abends. Ihr dürft natürlich auch gerne mehr nehmen. Man muss ja schließlich auch satt werden. Ich würde gucken, dass ihr dazu, wer es jetzt eine pikante Variante mittags oder abends haben möchte oder vielleicht auch morgens, kann gerne 2, 3 Hände voll mit Gemüse dazu machen und dann kann man wunderbar das mit Gemüsebrühe zum Beispiel aufgießen. Das heißt, ihr könnt einfach einen Heißwasserkocher nehmen, Brühe rein und setzt dann eure Haferflocken rein. Je nachdem, bei Vollkornhaferflocken müsst ihr es natürlich 5, 6 Minuten ein bisschen ziehen lassen, je nachdem, wie ihr die Quellfunktion haben möchtet. Ihr könnt natürlich immer Tee, Wasser oder Kaffee dazu trinken. Man würde eben keine weiteren Kohlenhydrate groß verwenden, außer wer es jetzt gerne süß haben will, kann natürlich die Haferflocken dann auch mit Wasser aufgießen und kann natürlich die Früchte reinmachen. Dazu könnt ihr bei mir nochmal gucken, das schnellste Porridge der Welt. Da ist das Beispiel nochmal drin, auch mit dem Wasserkocher und dem Obst zum Beispiel. Also, das geht auch für alle, die wo es schnell gehen soll, ist die Hafergeschichte eine schöne Möglichkeit. Von der Menge her ist es so, dass ihr ein bisschen gucken müsst, wie ihr die Konsistenz haben wollt. Deswegen gießt langsam auf und mit einem Löffel dazu schön umrühren. Dann könnt ihr euch die persönliche Konsistenz sozusagen zusammenmischen. Ihr könnt gerne Tiefkühlkräuter oder frische Kräuter verwenden, um das geschmacklich anzuheben. Man kann natürlich auch immer sowas bisschen wie Salz, Pfeffer, Gewürze wie Kardamom, einige nehmen Zimt gerne, Kurkuma, für die pikanten Varianten könnt ihr das gerne anpassen. Und Gemüse habe ich ja schon gesagt, dürft ihr auch gerne machen. Wer den Tag über bei den Hafertagen es nicht ganz schafft, sondern will Zwischenmahlzeiten haben, könnt ihr immer Gemüse verwenden, also Gemüsesticks. Wer eine Eiweißquelle dazu nehmen will, dem rate ich immer Quark an, weil Kräuterquark kann man wunderbar machen, dass man Magerquark nimmt, Schuss Öl rein, also ein bisschen Speiseöl, zum Beispiel Rapsöl. Dann macht ihr
ein bisschen Kräuter dazu, einmal ordentlich umrühren, Salz, Pfeffer, Zucker und dann ist auch der Kräuterquark fertig. Der Vorteil von Quark ist, dass es keinen Blutzuckeranstieg macht und in dem Zusammenhang habt ihr die Möglichkeit auch Gemüse und zum Beispiel Kräuterquark für zwischendurch zu essen. Weil nur drei Mahlzeiten pro Tag, wie die klassischen Hafertage sind, ist nicht für jedermann was. Und auch die, die einen Diabetes haben, ich bin ja selber Diabetesberaterin, dann das Gemüse und der Quark lässt den Blutzucker nicht ansteigen. Von daher habt ihr da mehrere Möglichkeiten. Wenn ihr auch damit nicht auskommt und sagt, boah, das ist aber alles schwierig, dann habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel Hähnchenfleisch, Putenfleisch zu nehmen. Das könnt ihr ein bisschen zart würzen mit Salz, Pfeffer, Zucker. Der Zucker lässt immer eine leichte Karamellisierung machen. Das heißt, wenn überhaupt nur eine Prise, wenn ihr da vorsichtiger sein wollt wegen dem Blutzucker, dann einfach den Zucker weglassen. Da ich Köchin bin und ist das immer so automatisch Salz, Pfeffer, Zucker. Genau, dann könnt ihr sozusagen dieses Puten- oder Hähnchenfleisch, was ihr verwendet, klein schneiden und dann kann man die zwischendurch auch mit ein bisschen Kräuterquark und dem Gemüse essen, weil das Fleisch an sich eine Eiweißquelle ist und eben auch keinen Blutzucker ansteigen lässt. Alternativ geht das Spiegelei, Fisch kann noch verwendet werden. Ihr müsst eben immer nur gucken, dass bei Fisch, Fleisch, Geflügel und Ei keine Ummantelung und kein Teig oder ähnliches drumherum ist. Ich denke, die Anpassung ist immer schön, weil alles, was man so im Netz liest und sind immer irgendwie nur Hafer, Hafer, Hafer. Aber man muss ja auch mal an die Menschen denken, die vielleicht eben nicht nur Hafer mögen, sondern auch im Tagesverlauf, wenn der Blutzucker sinkt, seid ihr auch ein bisschen kraftlos und ihr vielleicht auch ein bisschen Energie braucht, weil ihr die ja schließlich auch verbraucht. Daher kann man eben auch Lebensmittel, die nicht den Blutzucker ansteigen lassen, zwischendurch gerne essen. Schaut einfach mal auf meinem Kanal. Ich freue mich auf euch. Hoffe, dass ihr so ein bisschen Einblick bekommen habt über das Thema Hafer. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke erstmal fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.